Hi, das ist das Schiff, von dem er entführt wurde. Aber passt auf, wo ihr hintretet. Vor allem du, Rafim, nicht, dass du uns hier noch durchs Deck brichst. Wartet, er stand für einen Tag hier. Er war Admiral für einen Tag. Großadmiralissimus. Könnten wir dann vielleicht dann persönliche Gegenstände von ihm hier finden? In seiner Kajüte vielleicht? Das bezweifle ich. Er hatte wohl nicht die Zeit, irgendwelche persönlichen Gegenstände zurückzulassen. Und außerdem ist das Jahre her. Sagt Yalan, ihr habt ihn doch schon einmal getroffen, nicht wahr? Ich würde es nicht getroffen nennen, aber ja. Die nackte Magierin tritt an das Bett heran und scharrt dort etwas mit ihren Fingernägeln am Holz, etwas über dem Bett. Kratzt da so ein Vielleicht bisschen herum. lassen sich hier noch Haare finden. Als ich ihn sah, hatte er nicht mehr wirklich welche. Das ist ein Problem. Vielleicht finden wir Hautschuppen, Fingernägel. Nun, Nach 2 Jahren? macht euch auf die Suche. Alles könnte helfen. Nun, ich werde mich einmal umsehen. Ja, aber ihr müsst bedenken, er war ja nicht der letzte Kapitän dieses Schiffes. Das ist richtig. Nun. Was tut ihr da, Marcheska? Nun, ich habe etwas gefunden. Dann zeigt her. Eine Scharte in dem Holz. Verbindet ihr etwas mit dieser Scharte? Es hieß, dass hier El Hakir Darion entführte. Seitdem war er nicht wiedergesehen. Nun, das beantwortet meine Frage nicht. Verbindet ihr etwas mit dieser Scharte? Tja. Fragen wir doch unseren Geschützmeister, warum er hierhin wollte. Immerhin war er an Deck dieses Schiffes. Das, was wir suchen, wird sich nicht hier befinden. Gehe ich zumindest nicht von aus. Ich habe die Truhen, die Koschbasaltruhe nur gesehen, als sie aufs Schiff geladen wurden. Entweder sie ist unten im gesicherten Frachtraum, oder es gibt hier irgendwo ein Versteck, von dem ich nichts weiß. Wie groß ist diese Truhe? Und etwa 2,5 Spann. Sie betrachtet den Boden der Offizierskajüte und blickt sich ein bisschen um. Wird Zieht meine dann diesen Sinnes Sekretär schärfer. auf. Ja, mach Ich mal würde diesen mal. Schärfer. Vielleicht finde ich ja irgendwas. Zwergennase ist auch hilfreich. Ich will Nein. nur etwas Licht schaffen, vielleicht in die Sichtweite sind wahrscheinlich prekär hier unten. Oder? Ich weiß nicht, wie die sind. Also die Glasfenster sind zerbrochen. Es ist so ein schummriges Duster und das Licht von draußen fällt noch rein, weil wir gerade Tag haben. Dann würde ich mal eine Magierfackel anwerfen und vielleicht etwas mehr Licht sorgen. Ja, ich würfel auch meine Sinnesschärfe. Ich schaue mich hier auf jeden Fall auch um. Nicht unbedingt nach Verstecken oder so, vielleicht finde ich die auch, aber eher nach persönlichen Gegenständen von Franja. Mit guten Erinnerungen. Boltax, du kannst sehen, dass es wohl ein Scharnier unter dem Tisch gibt, was wohl halb von einem Teppich verborgen war. Der Teppich ist allerdings jetzt auch durch Mottenfraß so sehr zurückgewichen, dass du das Scharnier problemlos entdecken kannst. Oh, schaut mal. Was ist das? Art Luke? Zieht mal dran. Wartet. Ja, und ich würde mal den Tisch ein bisschen beiseite ziehen und versuchen, das Ganze freizulegen und gegebenenfalls dann zu öffnen. Ja, verschlossen. Es ist zu. Das kann doch so schwer gar nicht sein. Gib mir das hier mal. Nehmen wir erst einen schweren Gegenstand in die Hand. Und schau mal, ob es irgendwie eine gute Stelle gibt zum Draufhauen einfach. Ich meine, das wird relativ angemarscht sein, oder? Wenn das 2 Jahre nicht gelingst worden ist. Ja. Und wie gesagt, ich suche mir eine geeignet aussehende Stelle und dann irgendwie habe ich irgendwie ein Stuhlbein und ein Tischbein, das hier vielleicht drum liegt. Ist, Dann sammelt er bei die Spielfiguren oder man hätte ein. wegen den Nachttopf und dann einfach einmal rums darauf. Wenn du eine Probe von mir haben willst, ist es vermutlich Körperbeherrschung Kraftakt? Okay, Kraftakt habe ich natürlich als Spezies nicht, also wirklich eine normale. 4 Punkte.
Komm, schippen wir die 20. Jetzt habe ich 8. Diamantis? Ist dies eure Truhe? Monterey, reißt euch zusammen! Ja, was? Ja, ich... Bin nicht zum Plündern hier. Plündern nicht, nein, das wohl, aber das nehme ich auf jeden Fall mit. Ja, du hast was gefunden? Komm mal hier rein. Ah, ei, das sollten wir uns auf jeden Fall nachschauen. Hier, pack mit an, wir holen das hier raus. Ja, ich packe dann so gut, dass ich das mit einer Hand kann da rein und hieven das der auch. Athletik? Von uns beiden? Okay. Ach, du hast recht, Kraftakt wäre eine Athletikprobe gewesen. Mir ist beides fast dasselbe, von daher ist wurscht, aber. Das war eine Mutprobe. Ja, Mann, das, ich hab nur eine Hand, nicht so hoch, das verkeilt sich! Oh, das war egal, wuff, ist ja egal, 20 ja, ist immer scheiße. 20 ist 20. Ja, oh, nee, ich zieh die Hand wieder raus, dass er sie mir einklemmt. Ah, das Ding ist schwer! Ja, komm, darauf lassen wir es jetzt ankommen. Wartet, ich packe... Achso, ich habe irgendwie D6 gewürfelt, aber das... Packe mit an. Kräftig, das Holz hält das schon nicht aus, wir können das notfalls hier rausbrechen. Ich stelle mich auf verschränkten Armen hinter Boltax. Ich greife einmal drunter, würde mit meiner Kraft versuchen, das Ganze nach oben zu ziehen. Oh, tatsächlich, Koschbasalt. Oh. War wieder ein angenehmes Gefühl. Oh. Das ist die Truhe. Wisst ihr etwas über ihren Verschlussmechanismus? Könnte sie, ich weiß nicht, mit einer Falle versehen sein? Gut. Nun, das halte ich sogar für wahrscheinlich. Dann lasst euch doch mal sehen. Aber mir, schaut mal, ob das Ding magisch ist, ja? Und die Truhe selbst wird nicht meine, magisch sein. Ich meine das Schloss. Ich gehe einfach mal davon aus, hier ist ein Schloss dran. Es ist Koschbasalt, natürlich ist sie antimagisch. Sie so. Es wird nichts passieren. Dann, Ich würde mal oberflächlich suchen nach irgendwelchen Ritzen oder mechanischen Verschlüssen. Ich nicht Feinmechanik anbieten, höchstens Ableitung oder plus 5 oder plus was? Ist Fallenentschärfen nicht eine Spezialisierung von Schlösserknappen? Ja, das ist tatsächlich. Ist es. Gerade so. Dann würde ich tatsächlich auch mal darüber schauen, mit der Eisenhand voran, weil der macht's ja nichts, wenn sie irgendwie gepiekst wird. Ich würde gar nicht 20 chippen. Das macht ja. Soll ich auch würfeln oder hat Abel mir schon vor uns verbockt? Ich versuche mal gerade zu finden, wo es ist. Ist das ein Handwerkstalent? 8 Punkte mehr? Also wäre dann 9. Ist das ein Handwerkstalent? Ja. Ja, Schlösserknacken ist Handwerk. Ach, Sekunde, ich muss kurz schauen. Ach, da. Oh. Im Gegensatz zu Taschendiebstahl, was ein körperliches Talent ist. Ja, deswegen bin ich da immer wieder irritiert. Und jetzt. Du hast recht, es geht viel schneller. Nein, das ist FF. Mir fehlen also 9 Punkte. Damit hätte ich es aber geschafft. Ich habe 3 Punkte über. Es ist deswegen, ich habe mich gerade mal nachgeschaut. Ich habe schon wieder vergessen, meine Steigerung anzutragen. Das wird so nichts. Ich habe Werkzeug auf dem Schiff. Was ist denn das Problem? Hast du die Falle entdeckt? Ich weiß nicht, ob so eine Falle ist. Hier schnappt jedenfalls was, wenn man versucht, sie zu öffnen. Es kann sein, dass das nur eine Verriegelung ist, aber ich würde es nicht drauf ankommen lassen. Warte, ich kann versuchen, es zu blockieren. Vielleicht kriege ich es so auf. Konnte ich irgendwas mit Feinmechanik ausrichten oder was egal? Ich schlage vor, wir bringen sie aufs Schiff und bearbeiten sie dort weiter. Alternativerweise könnten wir uns einen Hammer nehmen und sie einfach zertrümmern. Vielleicht können wir die Truhe weiter benutzen. Wozu? Ja,
Nun, ich bin mir sicher, Boltax hat eine Idee, so als Zwerg. Ja, sicherlich. Ich kenne mich mit Steinen sehr gut aus. Theoretisch gäbe es Möglichkeiten, Koschpasalz zu bearbeiten, aber es ist nicht ganz einfach. Aber wir haben alle so talentierte und wunderschöne und hinreißende junge Zwergin an Bord, die das sicherlich ohne Probleme hinbekommt. Ja, wenn ihr mich einen Moment entschuldigt. Ich möchte mal nach draußen treten und nach dem Steuerrad suchen. Ja, das wirst du auch finden. Tatsächlich, ja. Warum nicht? Du trittst dann die Treppen wieder nach oben und kannst dort das Steuerrad finden. Hängt wohl noch drin und ist natürlich auch verziert mit verschiedensten Ornamentiken, die vor allem den Rabengott Boron preisen. Ja, ich möchte mich oben schauen, denn es ist eine alanfanische Kapitänin gewesen und selbst in diesem Sturm wird die am Steuerrad festgehalten haben, selbst wenn die beim Aufprall gestorben ist. Ich möchte also schauen, ob ich irgendeine Leiche hier finde. Viele. Also wenn du dich auf dem Schiff auch umsiehst, kannst du viele Leichen entdecken, vor allem im Unterraum, wo die Sklaven immer noch angekettet sind, allerdings verwest und verrottet. Viele weitere Matrosen, die im Inneren des Bauches noch liegen, aber jemanden von Offizierskleidung kannst du hier nicht erkennen. Ist natürlich die Frage, ob die dann weggewirbelt worden sind, das weißt du jetzt nicht genau, aber zumindest liegt auch neben dem Steuerrad keiner. Ah, enttäuschend. Ja, ich schaue mich trotzdem auf dem Schiff um, selbst wenn ich da nichts finde. Also ich möchte einfach mal schauen, ob ich jemanden finde, der Magierkleidung oder hohe Offizierskleidung trägt. Ja, du findest einen Magier. Mit den Ornamentiken. Sein Schädel selber ist alles schon irgendwie sehr, sehr skelettiert. Aber ich muss gerade mal schauen. Du findest an ihm auch einen Ring, der mittlerweile an seinen toten Fingern hängt. Und zwar ist das ein Kugris. Oh. Ja, ich möchte nicht den Ring selbst anfassen, sondern seinen Finger abbrechen, wo der Ring dran ist. Das knackt einmal. Dann möchte ich noch zwei Schwerter von wem auch immer einsammeln. Also ist mir egal, wem die gehörten. Und dann möchte ich zurück zur Kabine gehen. Ja, alles klar. Während Rafim draußen war, wäre ich auch nochmal nach draußen getreten, um noch einmal ein letztes Mal vom Achterdeck der Golgari runterblicken zu können. Und schaue Rafim dabei zu, während er den Magier den Finger abbricht. Kugris, Kaskador, unser Magister. Wen hat's wohl erwischt? Ja, sieht auf jeden Fall so aus. War aber vermutlich schnell, vermutlich der Aufprall. Der Steuerrad ist ja noch da. Was sagst du, Rafim? Nehmen wir es mit? Würde er sich doch sicher super auf der Drachentöter machen. Naja, also wenn ihr das jetzt so vorschlagt, dann wisst ihr, dass ich nicht Nein sagen kann. Ich hetze unten kurz in die Kabine, schau Abel mir an, drück ihm den Finger in die Hand. Hier, vermutlich magisch, pass auf. Wir müssen das Steuerrad abbauen. Was wollt ihr denn? Ich frage das ja gar nicht. Ist das ein Finger? Ja, das ist ein Finger. Ich würde mal mit dem Odem einen Blick drauf werfen. Lass mal Zeit. Ja. Ich beginne derweil mal mit einem Reinigungsritual. Weil hier ja offensichtlich elementare Kräfte gewütet haben und um noch eventuell auftretende Mindergeister zu besänftigen. Wenn du dann auch in den Bauch des Schiffes gehst und dann dort auch die angeketteten Sklaven erkennst, dann wird deinem kundigen Blick auch der ein oder andere Mindergeist auffallen, der sich immer aus Luft und einem anderen Element zusammengesetzt hat und dann an Ketten zieht und schaukelt und vielleicht sind es selber irgendwie metallische Winde oder sowas und dadurch kommen vielleicht auch diese Spukerscheinungen, ne, wenn Ketten im Untergrund rasseln und irgendwelche Bewegungen kommen. Also du findest so bestimmt 5 oder 6 Mindergeister. Ja, ich werfe jetzt einfach meine Ritualkenntnis-Geode-Probe, um irgendein schönes Ritual durchzuführen. Keine Ahnung. Wegzuschicken oder so. Genau, ja. Also. Ihr habt es aber auch heute mit den 20ern. Ja. Aber jeder Einzelne. Ja. Wir würfeln die halt jetzt schon mal raus. Richtig, ja. Ich nehme die trotzdem. Ja.
Ja, so könnt ihr dann grob eine Stunde später das Steuerrad abgebaut haben, das Schiff gereinigt, wenn man davon sprechen kann, und die schwere Koschbasalt-Truhe auf euer Schiff verbracht haben. Noch irgendwas, was ihr tun wollt? Ist der Ring dann magisch? Ja. Weder der Finger noch der Ring. Ist nur das Haus Kugris, das kannst du natürlich erkennen, weil du jetzt auch mit denen zu tun hattest, auch wenn du sie so nicht magst, aber ja. Zulamin. Zulamin möchte die Stunde nutzen, um leise Gebete murmelnd von einem Toten zum nächsten zu gehen und jedem einen Boronsrad auf die Stirn zu zeichnen. Also auf den Schädel. Sehr gut. Sollten wir sie nicht, ich weiß nicht, wenn wir hier einen Scheiterhaufen errichten, das ganze Schiff anzünden am besten. Nein, ich denke nicht. Am liebsten würde ich sie begraben, aber es sind zu viele. Deswegen ja der Scheiterhaufen. Naja, es ist auch ihr Mahnmal, ihr Schiff. Ich denke nicht, dass wir es anzünden sollten. So wie ich es sehe, ist es dieser Tage niemand das Schiff mehr. Vor Angräusch ist es kein schlechtes Ende. Aber ich weiß nicht, wie ihr das in eurem Glauben seht. Ob Verbrennen da die beste Möglichkeit ist. Wir sind im Kampf gestorben. Sie zu verbrennen gefällt Rondal. Vielleicht sollten wir die Geister befragen, was die dazu meinen. Warum sie noch hier an Bord sind. Oh, das waren keine Geister. Das waren nur Mindergeister, die Spukerscheinungen nach sich gezogen haben. Interessanterweise eine höchst seltene hybride Verbindung von Luft und eine Winde. Oh, das fand ich sehr harmonisch, wo sich diese Elemente doch eigentlich gegenseitig ein wenig ausschließen. Denn wir haben zum einen diesen freiheitsliebenden Charakter der Luft und zum anderen diesen, ich würde sagen, gesetzten Charakter des Erzes. Komm auf den Punkt. Ja, ich habe mit ihnen geredet. Und ich habe sie alle beschwichtigt und sie sind fort. Und echte Gespenster sind mir auch nicht begegnet. Ich bin die ganzen Toten abgegangen, aber nichts Übernatürliches, keine Erscheinungen oder so. Und dann schätze ich, sind wir hier fertig. Und das Schiff hatte seine letzte Fahrt. Wir dem nun ein glorreiches Ende setzen, indem wir es Asche verwandeln. Aber bevor wir das tun, dem Gekrönten sollten wir noch kein Ende setzen. Vielleicht nehmen wir die Galionsfigur mit und geben sie in der Heimat wieder ab. Kugris, Koragon wird uns das sicher dankbar sein. Wisst ihr, wie schwer dieses Ding ist? Ich hätte einige Dutzend Steine. Nun, Diamantis, ich hätte eine andere Idee. Hier, ich kann verstehen, dass dieses Schiff durch euer Zuwirken hier sein letztes Ende finden soll, und wenn ihr es in Flammen aufgehen lassen wollt, dann habt ihr meine volle Zustimmung. Aber ich kann auch verstehen, dass es eventuell Leute gibt, die die Verstorbenen betrauern und einen Ort hätten, an den sie gerne kehren könnten, um mit ihren Gefühlen ins Reine zu kommen. Und ihr meint, dass diese Leute dann auf die piratenverseuchte Boronskette reisen sollen, ja? Nun, ich möchte ihnen zumindest nicht die Möglichkeit absprechen. Wie wäre es also, wenn wir diese geflügelte Bugstatuette abtrennen und hier als übergroßes Grabmal nutzen. Wenn ihr mir vorschlagt, wie wir sie bewegen können, dann gerne. Und ginge schon, ich rufe aus einer dann der Planken los. Einen Humusgeist. Ja. Genau will ich es gar nicht erklärt haben. Nun, ich mache mich sofort daran. Ja, also ich würde einen elementaren Geist des Humus rufen und den dann darum bitten, dass er eben die Bugstatuette, also die Galionsfigur, von dem Rest des Schiffes löst. Also, genau. Gut. Dann ruf ihn. Ja, da. Einmal kurz hier der elementare Diener. Würfel jetzt einfach mal so und schaue und gegebenenfalls kommen dann. Zur Not rechnen wir später. Glaub nicht, dass da irgendwelche. Punkte, keine Verunreinigung, elementar reiner Ort, auch wenn es ein anderes Element ist. Luft und Erde, wie stehen die gegeneinander über? Kein Problem. Also Luft und Humus haben kein Problem miteinander. Gut. Nur Luft und Erz stehen sich gegenüber. Genau. Dann bricht sich aus den Planken heraus ein moderndes Holzplankenwesen mit Kopf, Rumpf, Beinen
und betrachtet dich aus trüben Augen, die wohl sowas wie Algen sind. Alltags. Kannst du mir einen Wunsch erfüllen und die Bugfigur, diese Galeonsfigur, den Raben, vom Rest des Schiffes befreien? Oh, den schippe ich, denn... 20, ja. 20. Ja. Nein. Moment, ich kann shippen. Ja, ja, ja. 17 sollte reichen, oder? Ja, ja. Ja. Ja, das Ding nickt, dabei knackt irgendwie das Holz wieder so ein bisschen seltsam und er marschiert los. Dabei werden dann irgendwann die toten Hölzer verformt, herausgelöst, getrennt, bis dann nur noch der Rabe zurückbleibt. Vielen Dank. Ja, und dann, wie immer, gebe ich dem Elementar als Zahlung für den Dienst einen Edelstein des passenden, also beziehungsweise, ja, den passenden Edelstein als Bezahlung. Und was ist denn der passende hier? Puh, das müsste ich gerade mal überlegen. Weiß ich jetzt gerade selbst nicht auswendig. Ein Kieselstein. Nein, nein. Humus ist passender Stein. Ein Humus Smaragd. Smaragd könnte, ja. Ah, sag auch Smaragd. Ja, ich Humus denke kriegt auch. Keinen Stein, Humus kriegt, ein Fossil. Doch klar. Ja. Versteinerte Dinosaurierkacke oder so. Selbstverständlich. Der Edelstein ist der Achat. Okay. Gut, dann könnt ihr eine Stunde später nach den Einsegnungen und dem. Ja, das ist das Ganze dann als Friedhof, als Borons Stätte gilt. Zulamin dann sehr zufrieden wieder nach unten steigen. Das Ganze irgendwie eingesegnet mit einem Grabsegen oder eure Gebete zu Raya, zu Boron gesprochen. Könnt ihr dann wieder auf eurem Drachentöter ankommen. Vorsicht mit der Kiste, die ist schwer. Lass die bloß nicht fallen. Ja, Mann, kein Problem, Mann. Ja, dann zieh auch, als würdest du es meinen, dass das kein Problem ist. Ja, Mann. Ja. Naja, dafür, dass ihr nicht zieht, brüllt ihr ganz schön viel. Ich trage die Verantwortung, Rafim. Das ist auch eine Last auf meinen Schultern. Ja, und sonst nicht selten eine Last auf euren Schultern. Meine Güte, ist diese Truhe schwer. Ja, sag ich doch! Ja, ist aber erstmal den Mund aufreißen. Ihr macht das ganz prächtig, ganz prächtig. Nun, Diamantes würde die uns wohl die Ehre geben, den Feuerbefehl zu erteilen. Ihr wollt von hier aus drauf schießen. Nun, dachte ihr, ich klettere jetzt wieder hoch und gehe mit einer Fackel herum und versuche, das nasse, mordernde Holz anzuzünden? Nein, aber den Schuss will ich schon selber nehmen. Bitte. Lade Teile der mittleren Rotzen. Ich will Mengbiller sehen. Mengbillfeuer laden! Moment, wartet. Möchte unsere Begleitung vielleicht noch etwas sagen? Immerhin war sie auch auf dem Schiff tätig. Nein, es sind gestorbene Alanfaner für das Reich. Sie haben ihre Pflicht erfüllt. Nun gut. Gestorben für das Reich. Feuerverbot. Jemand kneift die weiße Zigarre zwischen den Zähnen zusammen und winkt die geschützten Männer ein wenig weg, um sich selbst hinter die Rotze zu setzen. Setzt dann das Ziel und schaut noch einen Augenblick um zum Schiff, während er dann ohne hinzuschauen, ohne auf die Rotze zu schauen, seine brennende Zigarre nutzt, um die Lunte anzuzünden. Boom. Es gibt zwei Knalls, der erste von der Rotze und eine Sekunde später von dem zerbrechenden Geschoss. Da passiert gar nichts. Und dann ein blaues Feuer, was sich ausbreitet, über das Deck frisst und eine strahlende Hitze, die von dort aus kommt. Die Golgari, das Flaggschiff des Südens, ist Geschichte. Flamin steht andächtig an der Reling und wenn das Schiff langsam
naja, so ganz Feuer fängt und runterbrennt, möchte sie das gerne malen. Ja, all die Farben, das Grün vom Humus, das braune Holz, das blaue Feuer, die Flammen, die dann gelb nach oben lecken, die Sonne im Hintergrund, das Grün der Palmen, all diese Farben und all diese Farbstoffe, die seit wenigen Stunden in deinem Besitz sind.